Herzlich willkommen zu der nächsten Sache, die ich einfach mal versuchen werde durchzuspielen. Und zwar den zweiten Teil von Gabriel Knight, The Beast Within. Ein schöner Krimi eigentlich. Angesiedelt im Bayern. Und wollen wir mal gucken, ob ich das hier alles so richtig hinkriege. Ich kann anscheinend hier gar nichts einstellen an irgendwelchen Lautstärke-Sachen oder sonst wie. Oder Lautstärke-Regelung. Schauen wir mal, was sagt mir der Prolog? Sehen wir uns doch mal an. Komm! Naja gut, scheint also irgendwie so ein bisschen diese Vorgeschichte der Familie Ritter da zu sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann schon wirklich so viel erklärt. Irgendwie so ein paar Leute, die sagen, okay, ich flüchte mit einer Kutsche von meinem Schloss und irgendwie da kommt was Böses und ich fackel alles ab. Weiß ich nicht. Gut, schauen wir mal. Haben wir schon gesehen, wer da mitspielt. Wollen wir mal sehen, was passiert, wenn wir hier auf Spielen klicken. Okay, Kapitel 1. Wenn man sich fragt übrigens, woher ich das habe, ich habe das also irgendwie von Good Old Games bezogen, dieses Spielchen. Man sieht schon, ist sehr, sehr pixelig natürlich heutzutage. War damals, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube, ich habe auch die CD-Version gehabt, 6 Stück, 6 CDs müssten das gewesen sein. Und das war da gerade der Trend, dass man dann natürlich irgendwie versuchte, da reale Schauspieler mit auf die CDs zu packen, dass man sagte, hey, ich nutze das, ich habe jetzt so wahnsinnig viele Daten zu oder Datenmengen zur Verfügung. Und ob man das jetzt mag oder nicht, weiß ich nicht. War halt so eine Zeit, da hat man es versucht in verschiedenen Spielen. Lässt sich drüber streiten. Ich fand dies ja allerdings, war eigentlich insgesamt gesehen, ein ganz cooler Versuch. Auch die Geschichte hat mich damals ganz gut unterhalten und dann werde ich jetzt mal rausfinden, ob das ja noch genauso heute der Fall ist. Warum ich das auf Deutsch habe, ich habe da irgendwie so einen deutschen Patch, den man oder so eine deutsche Sprachdatei, die man finden konnte im Internet, habe ich da mal drüber gezogen und ansonsten gab es das nur auf Englisch. Aber das wollte ich jetzt hier nicht keinem antun. Dann gucken wir mal. We'll be right back.
und herausfällt. Herein! Herr Knight? Oh. Da sind ein paar Leute, die Sie sehen wollen. Mich? Ja, bitte kommen Sie doch. Was ist los? Sie benehmen sich schon den ganzen Tag komisch. Bitte kommen Sie mit. Und bitte vergessen Sie nicht den Talisman. Sie müssen ihn immer bei sich tragen. Das verdammte Ding ist schwer. Oh, hallo zusammen. Sollten das nicht Fackeln sein? Guten Abend, Herr Knight. Ich bin Werner Huber. Bitte vergeben Sie uns die späte Störung, aber Sie müssen uns anhören. Was kann ich für Sie tun? Das ist mein Vetter, der Huber Sepp. Er hat einen Hof in der Nähe von München. Um die Wahrheit zu sagen, Herr Knight, wir brauchen den Schattenjäger. Ach so. Warum brauchen Sie einen Schattenjäger? Es ist wegen Sepp hier. Vorgestern Nacht geht seine Frau zum Fenster des Hauses, um ihre Tochter Toni zu rufen. Es wurde bereits dunkel und man konnte wenig sehen. Sie sieht Toni in einiger Entfernung im Gras etwas suchen. Und dann sieht sie einen Wolf, einen riesigen Wolf, der sich auf das Kind zuschleicht. Die Mutter schreit, um das Kind zu warnen. Wolf! Und dann hat die Bestie zugeschlagen. Toni! Ist schon gut, schon gut. Sie ist schnell gestorben. Sepp hört den Schrei seiner Frau und kommt von der Scheune gelaufen. Er sieht den Wolf. Er geht ins Haus zurück, holt sein Gewehr und als er rauskommt, kein Wolf. Und er hat fast das ganze Kind mitgenommen. Wie furchtbar. Ja, ja, es ist entsetzlicher Neid. Deswegen sind wir jetzt hier. Ist die Polizei informiert? Ja, natürlich. Die Polizei glaubt, das war ein Wolf aus dem Zoo. Sie suchten und suchten, aber fanden nichts. Es ist nicht das erste Mal. Und wenn's nicht bald aufhört, dann wär's nicht das letzte. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Der Mörder war kein Wolf, ein Werwolf. Und Sie müssen ihn jagen und töten. Werwolf? Warum meinen Sie, war es ein Werwolf? Der Wolf hat mir angeschaut. Seine Augen waren die wie von einem Menschen. Der hat gewusst, was er tut. Der hat's gewusst. Das mit Ihrer Tochter tut mir wirklich leid, Herr Huber. Ich hab Ihnen gesagt, dass Sie der Neuschattenjäger sind. Sie tragen doch den Talisman. Sie sind doch der Schattenjäger, oder nicht? Bin ich. Wir kennen Sie nicht, Herr Knight. Aber wir kennen den Schattenjäger seit Jahrhunderten. Bei solchen Fällen gehen wir immer zum Schattenjäger. Sepp gehört zur Familie. Kommen Sie. Sehen Sie sich doch hier um. Schauen Sie, was da ist. Der Sepp und seine Frau ziehen zu ihrer Mutter. Sie können auf dem Hof wohnen. Okay. Ich kümmere mich für euch drum. Tu, was ich kann. Ich werde Ihre Sachen packen. Gut, danke. Ich treffe euch dann im Dorf. Oh, danke, Herr Knight. Vielen Dank.
Ja, man schläft schon mal ganz gerne auf so einer harten Holzbank. Ich musste mir gerade bei dem Eröffnungsfilm wirklich mehrfach das Lachen verkneifen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich kann nur dazu sagen, also dieser Talisman, der ist nicht nur schwer, der ist auch ein halbes Wagenrad, der sieht auf potthässlich aus. Ich glaube, bei Teil 1, das war ja noch ein bisschen kleiner, das Ding so irgendwie da, oder von der Darstellung, und der Verweis war ja da auf die Voodoo-Morde in New Orleans. Und ich glaube, die Vorgeschichte ist so, dass er hier auf diesem Rittergut ursprünglich, wo er da war, Verwandte besuchen wollte, oder irgendwie so einen Cousin oder der, oder Onkel war es, glaube ich, der dann nicht da war, aber das könnte ich noch rausfinden, dann kann ich das mal nachliefern und erzählen. Ansonsten, da haben sie wirklich ein paar skurrile Typen irgendwie aufgegabelt, und vor allen Dingen wie, ja, Laienschauspieler-mäßig, die dort ihre Szene spielen, ist schon herzallerliebst, ja. Und die Dame, die ihn da rausgewunken hat, Gerde heißt sie, wenn ich mich da nicht ganz irre. Für Gerda hat es vielleicht nicht gereicht, oder naja, was auch immer. So, jetzt gucken wir mal. Was kann ich hier machen? Kann ich das irgendwie laden, speichern, sonstiges? Was haben wir hier? Das könnten Filmeinstellungen sein. Ah, okay, man kann sich ja so verschiedene Sachen angucken. Später dann nochmal. So, jetzt gehe ich mal zurück. Muss ich wahrscheinlich auf Ende klicken hier. So, dies hier könnte speichern sein. Dann lege ich mal einen Spielstand an. Laden, spielen, laden, Montage. Nee. Vielleicht kann ich da was zusammenschneiden. Keine Ahnung. Habe ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Was habe ich hier? Das hier scheint mein Inventar zu sein. Angefangenes Manuskript, Garrets Notizbuch, Diktiergerät, Visitenkarte, Talisman. Was kann ich bei dem Diktiergerät? Was macht man damit? Weiß ich noch nicht. Ah, damit kann man sich Sachen angucken. Wenn ich jetzt wieder sage Ende. Dummerweise einmal falsch geklickt, rechts geklickt. Rechts und links scheint hier zu funktionieren. Ich will ja eigentlich dieses Ding da loswerden. Keine Ahnung, was mache ich denn mit dem Diktiergerät? Gar nichts. Aha. Ja, ich mache mich jetzt erstmal ein bisschen vertraut mit dieser Steuerung. Kenne ich nämlich noch gar nicht. Und dann bin ich sofort wieder da. So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen umgeschaut habe, hier unten in der Ecke links, da sind so die Sachen wie Speichern, Laden, ein bisschen so den Sound verändern, und diese Kassetten, die wir hier gesehen hatten, das ist anscheinend fürs Spiel später, dass man da verschiedene Tonbandaufnahmen, die man hat, auch kombinieren muss. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass man sich einfach, gucken wir uns einfach mal ein bisschen um, was hier so ist. Hubers sind wohl katholisch. Hubers sind wohl katholisch. Okay, wie kommt man raus? Ah, immer mit weiter dann. Ich meine, das hier unten müsste unsere Tasche Porzellan sein. Porzellan. Fast wieder heim. Okay, das hier dürfte meine Tasche sein. Ich denke, da ist wahrscheinlich das drin, was ich brauche. Gucken wir mal. Okay, was haben wir denn da? Einen. Naja, der holt jetzt den ganzen Krempel automatisch raus. Okay. Müssen wir mal im Inventar gucken, was wir da so haben. Schauen wir nochmal. Was ist denn das hier alles? Übergraus Brief. Übergraus, glaube ich, die Anwaltskanzlei oder so. Mal gucken. Geht das jetzt? Können wir den angucken? Hallo, können wir den angucken? Wie machen wir das? Vielleicht so. Ah ja. Übergrau, Höffen und Schnell, Rechtsanwälte, Marienplatz, 21 und so weiter, Herr Gabriel Knight, Schloss Ritter. Ich lese das mal, wahrscheinlich kann man das gar nicht alles so gut jetzt sehen. Denke ich mal, weil das doch auch für mich hier im Bildschirm so ein bisschen arg pixelig ist. München im Februar 1994. Sehr geehrter Herr Knight, der Titel auf Schloss Ritter und die Ländereien ist nun offiziell beim Landratsamt Rittersberg auf Ihren Namen eingetragen worden. Dank der von Ihnen zur Verfügung gestellten Mittel ist die Liegenschaft nunmehr schuldenfrei. Ja, der hat, glaube ich, bei dem ersten Fall genug Kohle gemacht. Ne? Der hat ja irgendwie die Gräber da geplündert von dieser Familie Wiesen, Gedde oder Geddi oder so.
Die Erbschaftssteuer, die ausstehende Grundsteuer und andere Abgaben sind beglichen worden. Vielen Dank auch für den zusätzlichen Vorschuss und für das Vertrauen, das Sie in die Kanzlei Übergrauhöfen und Schnell als Ihre Familienanwälte gesetzt haben. Sollte es noch Unklarheiten oder Fragen geben, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Falls Sie nach München kommen sollten, besuchen Sie mich doch kurz, um sich vorzustellen. Hochachtungsvoll, Harald Übergrau. Er ist von den Anwälten der Familie Ritter. Okay. Gucken wir uns mal an, wen wir noch haben. Nee, Moment, jetzt muss ich das wahrscheinlich erst auswählen. Brief Nummer 1 von Grace. Was schreibt die denn? Gabriel. Ich habe gerade die katholische Kirche von einem Wunder unterrichtet. Im Laden hat sich wirklich einiges getan. Wir bringen die Ware unter die Leute, nun wie in einem richtigen Laden. Ich warte nur darauf, dass jeden Moment die Jungs von der versteckten Kamera hervorspringen und uns fragen, ob wir Spaß verstehen. Wie es das Schicksal will, ist The Voodoo Murders da auf Platz 20 der New York Times geklettert. Der amerikanische Geschmack ist mitunter wirklich erschreckend. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne ein bisschen von dem Geld nehmen, um den Laden in Schuss zu bringen. So, wie geht's denn weiter? Hier geht's auch noch, ne? Deiner Großmutter geht es gut, aber sie vermisst dich. Mosley hängt rum, das war ja der Detektiv, ne? Oder der Polizist, wenn man nicht Detektiv, und geht einem wirklich auf die Nerven. Glücklicherweise brauche ich bloß den kahlköpfigen Detective Mosley aus deinem Buch mit seinen ganzen 240 Pfund erwähnen und dein Freund wird rot und ist in 5 Sekunden draußen. Hier ist alles geregelt und wir warten bloß auf deine Entscheidung. Ich denke, es lässt sich ein Käufer finden. Ah, okay, wahrscheinlich Käufer des Buchladens. Wenn du das vorhast, ich weiß, du hast Briefe schreiben. Aber ich muss wenigstens ungefähr wissen, welche Pläne du hast, damit ich selbst für mich planen kann. Gut, die will also wissen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. Dann schauen wir mal. So, was haben wir denn sonst hier noch? Ein Dolch oder sowas? Nee, Moment. Immer erst anwählen und dann gucken, ne? Ein Schattenjägermesser. Okay. Ein Schattenjägermesser. Schön, schön. Da haben wir es also. Haben wir so eine Waffe? Was ist das hier? Gabriels Brieftasche. Was ist denn da drin? Meine Brieftasche. Kann man das öffnen? Es befindet sich zurzeit wirklich Geld drin. Ach, ist ja doll. Na gut. Bringt also gerade nicht viel, so wie ich das sehe. Oder kann man. Meine Brieftasche. Kann man sowas irgendwie öffnen? Sieht nicht so aus, ne? So, was haben wir hier? Angefangenes Manuskript. Warum schleppt er das denn rum? Blake Backlash Manuskript ohne Titel von Gabriel Knight. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich das alles vorlesen mag. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig für unsere Story hier. Zumindest wüsste ich das gerade nicht. Was haben wir hier? Ein Notizbuch. Das sieht doch schon spannender aus. Können wir das auch? Mein Notizbuch. Mein Notizbuch. Ah, vielleicht kann man das blättern, wenn da was eingetragen wird. Ach, jetzt habe ich da nochmal drauf geguckt. Was macht er jetzt? Was macht das zu? Nee. Gleiche Szene? Sonst brauche ich gerade nichts. Okay, dann eben nicht. Was haben wir noch? Das Diktiergerät? Ah ja, da kann man dann hinterher irgendwie Kassetten einlegen und abspulen und was weiß ich nicht alles. Was ist das hier? Eine Visitenkarte? Was steht da drauf? Gut, von seinem Buchladen. Und das hier ist das Geisterjäger-Gedöns, ne? Der Familientalisman. Wolfgang gab sein Leben, um ihn zurückzubekommen. Tja, okay. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einfach mal dieses Ding hier verlassen. Und hier geht's ja weiter. Mal sehen, aus dem Bild raus. Okay, die Stube ist noch nicht irgendwie beendet. Was haben wir denn da? Okay, da ist die Story. Das kann man jetzt noch schlechter lesen. Killerwölfe aus dem Zoo, immer noch auf freiem Fuß. Die zwei Wölfe, die aus dem Münchner Zoologischen Garten in Thalkirchen entlaufen sind, konnten von der Polizei und Jägern bis jetzt noch nicht wieder eingefangen werden. Der für den Fall verantwortliche Kriminalbeamte, Kriminalkommissar Leber vom Polizeirevier am Prinzregentenplatz, sagte, dass die Polizei einen neuen Plan durchführt, wahrscheinlich, basierend auf der Mithilfe von erfahrenen Fährtenlesern aus Übersee.
Bis jetzt scheinen sich die Wölfe ausschließlich auf dem Lande aufzuhalten. Jedoch hat die Polizei bis jetzt noch keine Antwort auf die Frage, warum die Angriffe so weit voneinander entfernt geschehen sind. Die Wölfe haben offenbar noch kein neues, festes Revier bezogen und bezüglich der Inkompetenz der Polizei hat es viele Spekulationen gegeben. Die Zoobeamten haben bis jetzt jeglichen Kommentar abgelehnt, weiter auf Seite 5. Okay, ich weiß jetzt nicht, kann man die Zeitung blättern? Wahrscheinlich, ne? Nee. Tja, scheint jetzt also nicht so viel zu sein. Was ist das? Ich lasse Gracie lieber wissen, dass ich schon wieder an einem Fall arbeite. Ah ja, hier oben kann man schön sehen, 6 Punkte von 678. Man bekam hier Punkte für irgendwelche Aktionen, die man macht. Und ich weiß gar nicht, ob ich damals mal alle erreicht habe. Ich glaube es eher nicht. Na gut, er schickt Grace eine Nachricht, warum auch nicht. Das Wen soll ich denn anrufen? Ja, niemand. Alles gut. Sagen wir hier. Hier ist auch noch ein Zettel. Herr Knight, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Also Stadt ist wahrscheinlich München gemeint. Nehmen Sie die Straße nach Lochham, parken Sie dort das Auto und nehmen Sie die Bahn. Danke für Ihre Hilfe, Huber. Okay. Dann sind das da die Schlüssel, ne? Okay, dann schlage ich vor, da wir den Brief geschrieben haben und jetzt die Schlüssel haben, dass wir jetzt einfach mal irgendwie losdüsen. Ist der Brief eigentlich, müssen wir den nicht wegschicken oder sowas? Mal gucken. Was haben wir denn hier? Umschlag Nummer 1 von Gabriel an Grace. Da müssen wir das bestimmt, glaube ich, in die Stadt bringen, damit das weggeschickt wird. Sonst bringt das nichts. Was ist, wenn ich hier Ende mache? Ist das dann... Ah ja, dann geht das Inventar wieder weg. Na gut. Dann schlage ich vor, dass wir einfach mal rausgehen. Okay, ich werde mir jetzt mal ganz kurz eine kleine Pause gönnen, werde mal ein Käffchen holen, dass ich hier gleich ein bisschen mehr denken kann und dann machen wir hier weiter daraus, mal gucken, was es hier gibt. Das Auto ist ja schon mal da, sieht aus wie so ein alter Golf, Golf 2 oder so ist das, glaube ich, ne? Dann schauen wir mal. Ich habe mich jetzt schon mal so ein bisschen umgeschaut, damit wir nicht so ganz... ewig lang brauchen, also man kann hier wieder reingehen, da oben. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Kann man so ein bisschen anklickern. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen in Schuss zu halten. Ja, so, und jetzt bin ich dann hier, habe ich mal ein bisschen rumgestöbert, jetzt kann man hier rüber gehen, auf die linke Seite, ist es hier so ein Wassertrog oder so. Ein Wassertrog. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Ja, okay. Also das ist etwas, was wir jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen erfahren. Und hier unten. Ein Wassertrog. Mal kurz gucken. Ein Wassertrog. Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Ein Wassertrog. Ich hatte vorhin hier einen Pfotenabdruck gefunden. Da war er. Ah. Auf der Seite. So, ne? Gucken wir uns mal an. Mann, so groß wie meine Hand. Ja, wenn er jetzt natürlich eine richtige große Männerhand hat, dann ist so ein Pfotenabdruck, denke ich, von so einem Wolf normalerweise eigentlich kleiner.
Der Schlamm trocknet. War wohl schlimmer. So, jetzt muss man gucken, dass man das Ding natürlich hinterher irgendwie so ein bisschen sichert. Was ja logisch ist. Und Sicherungsmaterialien habe ich eigentlich gefunden auf der anderen Seite. Und zwar in dieser Scheune. Gehen wir mal rein, können wir mal gucken. Zack. So, was haben wir hier? Wir haben hier nämlich Zement. Ich könnte mich ja täuschen, aber ich glaube, in diesem Sack finde ich Zement. Schnell trocknender Zement. So, jetzt packt er sich da den Eimer und dann macht er da so eine Zementmasse fertig. Brauchen wir eigentlich gar nichts tun. So, den Eimer haben wir jetzt. Klicken wir wieder hier rüber. Den Pfotenabdruck. Und dann lass mal krachen. Das muss jetzt erstmal fest werden. So, jetzt können wir im Grunde genommen... Nichts Interessantes drin. Jetzt können wir im Grunde genommen zurückgehen. Und weil der Pfoten ab, oder dieser Zement ja schnellhärtend ist, müsste der fertig sein, ne? Ja, wir haben ja eigentlich gar keine Peilung davon oder so. Ne? Wie gut ist das? Wie ist das zu bewerten? Da werden wir hinterher irgendwie einen Experten brauchen. Und hier hinten kann man auch nochmal weiterklicken. Übrigens in Richtung, ja, Wäldchen oder was das da ist. Das machen wir auch mal. Und hier irgendwie ändert sich das Ganze nochmal in so ein Schwert. Jetzt haben wir hier noch was gefunden. So, können wir mal direkt ins Inventar gucken. Was wir denn da schick... Ach, da ist das. Was wir denn da Schickes haben. Haarprobe vom Hof. Ah, komm schon. Erst anwählen, dann gucken. Sieht für mich wie rötliche Haare aus. Ich werde jemanden für eine Analyse brauchen. Genau. Also auch da müssen wir gucken, wem könnten diese Haare gehören. Passend zum Pfotenabdruck eventuell irgendwie einem Tier oder aber vielleicht doch nicht. Wir haben ja noch diese Werwolf-Geschichte von den Dorfbewohnern im Etwas Hinterkopf. Ist hier gewesen. Ja. Vielleicht das Ding, das Hubers Tochter getötet hat. Ja, wer weiß. Etwas ist hier gewesen. Wer weiß, wer das dann war. So, jetzt können wir eigentlich hier weg. Dieses Waldstück zieht sich. Eine Menge Platz, um sich zu verstecken. So, wenn ich das richtig sehe, sind ja diese Wölfe aus den
Zoologischen Garten entlaufen, das hatten wir in der Zeitung gelesen. Könnten wir vielleicht auch dahin fahren oder gucken, ob die, naja, ob diese Haarprobe oder diese Haare mit den Wölfen übereinstimmen, die ja weggelaufen sind. Ja, wird ja, wäre ja jetzt zumindest erstmal eine Möglichkeit. So, ich glaube, jetzt müssen wir da den Schlüssel auswählen und hier draufklicken, damit wir überhaupt irgendwo hinfahren. Und gucken wir mal. Inventar, Autoschlüssel. Ende müsste hier am Cursor sein und dann. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wie kann ich denn jetzt auswählen, wo ich hin will? Da war doch der Zoologische Garten in Thalkirchen bei München oder so, ne? Och du Scheiß. Was kann man? Thalkirchen, da steht sowas. Wie kann ich das anwählen? Oh, hier gibt es sowas wie Tipp. Guck an. Da ist Lochham. Marienplatz. Ah, okay, die Dinger kann ich anwählen. Aber Thalkirchen kann ich nicht anwählen. So blöd. Also darf ich nur nach Lochham fahren und muss von da aus die Bahn nach Thalkirchen nehmen oder so. Marienplatz, ich glaube, da war der Anwalt, ne? Die Anwaltskanzlei oder so. Ich fahre mal nach Lochham, wie der Huber das gesagt hat. Und nun? Hä? Bin ich wieder zurück? Und das jetzt? Wieder Huberhof. Und das für ein Schrott. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Also, einen kleinen Schnitt. Jetzt habe ich noch eine Überlegung. Und zwar, dass ich den Pfotenabdruck eventuell angucken muss, um da hinzukommen. Er ist riesig. Wenn ich bloß wüsste, ob das normal ist oder nicht. Er ist riesig. Er ist riesig. Wenn ich bloß wüsste. Ja gut, das bringt mir jetzt aber auch nichts. Muss ich vielleicht nochmal die Zeitung angucken? Muss ich da irgendwas anklicken mit Zoologischer Garten oder so? Mal gucken. Ich kann ja nicht viel davon lesen, aber da steht der Name von dem Zoo in Thalkirchen. Aha. Der Name des Beamten, der den Fall bearbeitet, ist Leber. Die Polizeiwache ist in der Nähe vom Prinzregentenplatz. Vielleicht schalte ich so ja jetzt eine Option frei, irgendwie mit dem Auto woanders hinzufahren. Das werden wir dann gleich feststellen. Autoschlüssel. Nochmal die Szene. Nochmal die Karte. So, und dann hoffentlich mit Thalkirchen. Ah, jetzt geht's. Thalkirchen können wir anwählen. Och, herrje. Zum Bollerwagen. Thank you.
Okay. Canis lupus lupus. Europäischer Wolf. Fährt man da was? Lesen Sie den Text vor? Canis lupus lupus. Europäischer Wolf. Nee. Gehen wir da raus. Was ist mit dem Gehege? Kann man das anklicksen? Ja. So, was können wir jetzt machen? Put put. Hallo Wolf. Rede mit mir. Hier Wolf. Tatsächlich. Komm her, Wolf, komm her. Komm her. Der macht das wirklich, als wäre das ein Hund. Ach so ist das. Macht er das bei allen Wölfen? Oder kann ich hier, den da hinten, kann ich da, kann ich den anklicken? Hier, Wolf. Komm her, Wolf, komm her. Komm her. Ja, irgendwie die gleiche Szene. Können wir mal überspringen. Was ist denn mit dem da hinten? Mit dem da hinten? Wenn ich etwas Wolfshaar bekommen könnte, dann wäre es möglich, es mit den Haaren vom Bauernhof zu vergleichen. Okay. Na gut, wie soll ich denn... Wie soll ich denn da an Wolfshaar kommen? Ich kletter ja nicht da drüber. Kurz gucken. Hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Oder? Ah, da kommt... Der Pfleger automatisch reinmarschiert. Entschuldigung, sind Sie ein Tierpfleger? Ja. Gut, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, Pfeile. So, wie läuft das mit den Fragen? Ah, hier, okay. Arbeiten Sie schon lange hier? Thomas, seit fast einem Jahr. Ein Jahr? Wow! Sie waren ungeheuer ruhig in dem Zwinger. Wilde Tiere bringen Sie nicht aus der Ruhe, was? Die Wölfe sind recht träge am Tag. Oh. Okay. Diese Wölfe sind faszinierend, was? Ich wollte mal einen rüberrufen, aber der wollte nicht folgen. Ja, manche tun das den ganzen Tag. Könnten Sie mir vielleicht mal den Zwinger zeigen? Hä? Ich würde gerne einen der Wölfe hautnah erleben, so eine das Art Recherche. Das war doch eine ganz andere Stimme. Niemand darf in unsere Zwinger ohne Erlaubnis. Wechseln die da die Synchronstimmen, oder wie? Waren Sie hier, als die Wölfe ausgebrochen sind? Na, ich arbeite nachts nie. Aber am nächsten Tag waren Sie doch da, oder? Ich wette, alle waren aufgeregt wegen der Polizei und so. Oh ja, das war vielleicht ein verreckter Tag. Können Sie mir davon erzählen? Was denn? Tja, was denn? Wie konnten die Wölfe eigentlich ausbrechen? Mei, der Dr. Klingmann sagt, dass das Tor nach der Nachtfütterung offen war. Was glauben Sie? Das Tor ist schwer, schließt automatisch. Vielleicht ist es blockiert worden von einem Stor. Ich weiß nicht. Ich bin bloß froh, dass ich nicht gewesen bin. Der Wärter, der nachts hier gearbeitet hat, der ist... Oh, gefeuert. Rausgeschmissen haben sie. Okay. Glauben Sie, dass Wölfe Menschen töten könnten? So, was denken Sie denn über die Morde? Ziemlich grausig, ja? Würden Sie sowas den zwei Wölfen zutrauen? Na, das glaube ich nicht. Hilda und Parzival haben eine Menge. Wie alle Wolf. Hilda war verspult. Sie war noch so jung. Ach was. Wie sahen die aus? Rote Haare? Wahrscheinlich nicht. Wie sahen diese zwei Wölfe eigentlich aus? Hilda war schön. Sie hat viel Weiß auf der Brust. Der Parzival war größer, stämmiger, mit kräftiger Brust. Und er war 5 oder 6 Jahre älter. Viel dunkler als Hilda. Dunkel? Wie dunkel? Dunkelgrau. Alle zwei waren grau. Die meisten Wölfe sind grau da. Hilda ist ein bisschen heller. Aber im Alter werden sie alle dunkler. Ist das so?
Und nu? Ich sehe, Sie haben ein Walkie-Talkie. Der Zoo ist groß. Wer gibt Ihnen normalerweise Anweisungen über das Ding? Die Kich, die Veterinärstation. Wenn es sehr wichtig ist, dann ruft mir der Herr Dr. Klingmann sehr oft auch höchstpersönlich. Dr. Klingmann? Ja, das ist eine gute Idee. Chef. Der Chef, vielleicht sollen wir den mal interviewen. Wer ist dieser Dr. Klingmann, von dem Sie sprachen? Der Dr. Klingmann ist der Leiter der Säugetierabteilung. Also muss ich mit ihm reden, um die Wölfe aus der Nähe zu sehen. Probieren Sie es, aber er wird es nicht erlauben. Vielleicht. Wo kann ich ihn finden? Drüben, im Verwaltungstrakt. Ja, da gehen wir mal hin. Das werden wir uns mal genauer ansehen. Hey, danke für Ihre Hilfe. Passt schon. So, dann werde ich mal kurz abspeichern, dann werde ich mal gucken, dass wir hier zum Verwaltungstrakt kommen. Das machen wir noch. Ich denke, mit dem Dr. Klingmann reden wir noch, dann ist die Zeit aber für diese Folge, die erste Folge von Gabriel Knight Nummer 2, dann rum. Aber, naja, bis jetzt, es geht ja langsam los. Wir schauen mal. So, der ist weg und wir gucken mal, zur Verwaltung stand da, ja. Brauchen also nur nach links gehen. Der Pfeil zeigt es ja an. Eieiei, ich hoffe, alle können hier die Bilder erkennen. Ist ja doch so arg verpixelt. Kommen Sie rein. Kann ich Ihnen helfen? Ich fürchte, mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ich bin Gabriel Knight, ich bin Schriftsteller aus Amerika. Was kann ich für Sie tun, Mr. Knight? Ich recherchiere für ein neues Buch und ich höre, Sie sind Experte auf dem Gebiet. Hätten Sie einen Moment? Bitte, setzen Sie sich. Danke. So, Grinsebacke, was denn nun? Können wir uns das hier so angucken? Der Mantel vom Onkel Doktor. In dem Regal sehe ich nichts außer deutschen Lehrbüchern. In dem Regal sehe ich nichts außer deutschen... Ja, ja. Bei Doktors hat man offensichtlich eine Vorliebe für Wölfe. Ja, ja. Okay, da bei Doktors hat man offensichtlich eine Vorliebe für Wölfe. Dann reden wir doch mal mit ihm. Steht hier was irgendwie? Nee. Könnte ich Sie etwas fragen? Ja. Danke. Sie haben doch nichts gegen die Aufnahme. Ja, aber nein. Datenschutz, Gut, was haben wir denn? Klingmann. Sie sind also der Leiter der Säugetierabteilung des Zoos? Ja. Was für eine Ausbildung brauchen Sie dafür, Doc? Ich verstehe, dass Amerikaner Titel nicht mögen, aber ich werde hier als Dr. Klingmann angesprochen. Herr Doktor reicht. Entschuldigung. Ich habe in Heidelberg promoviert. Mein Gebiet ist Verhaltensforschung. Faszinierend. Ich sehe, Sie sind besonders an Wölfen interessiert. Ja, ich bin bekannt für meine Wolfsforschung. Es war sicher ein Schock für Sie, dass zwei Ihrer Wölfe ausgebrochen sind. Ja, es war sehr beunruhigend. Mal gucken, was... über die Forschung zu sagen. Was für Wolfsforschung betreiben Sie denn, Herr Doktor? Ich studiere das Sozialverhalten der Wölfe, hier und in der Wildnis. Wie ist sie denn? Nun, sie hat eine Reinheit, die menschliche Gesellschaft fehlt. Das heißt? Leben, Fortpflanzung, Tod. In der Natur hat es Bedeutung. Auch wenn es nicht sehr schön ist. Wir Menschen haben diesen Trieb vergessen. Haben wir das? Ja. Sagt denn ein männlicher Löwe zum Weibchen, tut mir leid, aber ich möchte keine Verpflichtung eingehen? Läuft denn ein weiblicher Wolf davon und überlässt den Nachwuchs dem Rüden, weil sie sich mit einem anderen Wolf zusammentut? Brauchen Hyänen Psychiater, weil sie Komplexe wegen ihrer diebischen Veranlagung haben? Das klingt plausibel. Ich habe natürlich übertrieben. Nein, nein. Teilen Ihre Forschungskollegen Ihre Ansichten? Nicht oft, nein.
Aber glücklicherweise habe ich andere gefunden, die es tun. Ja, schon ein verdächtiger Kerl hier. Der hat ja Beispiele auf Lager. Ich habe mit einem Ihrer Angestellten gesprochen. Greg war der Name? Nein, es gibt hier keinen Greg. Meinen Sie Thomas? Thomas, richtig. Egal, er war der, der sagte, ich soll mit Ihnen reden. Ich will nämlich wissen, ob es möglich wäre, dass ich einen der Wölfe betrachten kann. Für die Recherche? Tut mir leid, es ist ausgeschlossen. Wir zeigen unsere Wölfe niemandem. Wir müssen die Privatsphäre dieser Kreaturen schützen. Wirklich? Nun, schade. Na, das war's wohl. Habe ich das jetzt verstanden? Das ist ein Zoo und Sie zeigen niemandem die Kreaturen? Okay. Vielleicht ein Übersetzungsfehler, wer weiß. Hätten Sie was dagegen, wenn wir kurz über die verschwundenen Wölfe reden würden? Ist das wichtig für Ihr Buch? Oh ja. Sehen Sie, Wölfe sind die Hauptfiguren in meinem Roman. Und das ist doch ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht? Ja, in der Tat. Nun ja. Eigentlich weiß ich recht wenig davon, aber ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Vielen Dank. Ja, dann schieß mal los. Seit wann sind die Wölfe verschwunden? Seit etwa 2 Monaten. Mann, das ist schon ziemlich lang. Merkwürdig, die Polizei tappt immer noch im Dunkeln. Naja, wie immer. Glauben Sie mir, die deutsche Öffentlichkeit ist ganz Ihrer Meinung. Glauben Sie, dass die Zoowölfe für die Morde verantwortlich sind? Das muss erst bewiesen werden. Ich habe mich gefragt, was denn sonst gewesen sein könnte. Wilde Wölfe etwa? Leider gibt es in Deutschland nur sehr wenige Wölfe in freier Wildbahn. Die meisten wurden vor langer Zeit erlegt. Die meisten? Ein paar gibt es noch in den Alpen. Aber in der Nähe einer Stadt wie München? Sehr unwahrscheinlich. Andere Vorschläge? Ich bin leider ebenso ratlos wie alle anderen, Mr. Knight. Was ich nicht verstehe, ist, warum Wölfe, wenn es Wölfe waren, warum Wölfe Menschen angreifen würden. Wölfe sind Raubtiere. Die meisten Fleischfresser sind potenzielle Menschenfresser, wenn der Hunger sie treibt und die Gelegenheit. Wurden die Zoowölfe nicht von Menschen aufgezogen? Ja. Und daher haben sie keine Angst vor uns. Genau. Wie sucht sich denn ein Wolf sein Opfer? Er guckt auf eine Speisekarte. Wie wählt denn ein Wolf sein Opfer aus? Haben Sie je von der Sprache des Todes gehört? Nein. Sie wissen sicher, dass Wölfe oft junge, alte oder kranke Tiere als Beute auswählen. Bis vor kurzem wurde das für eine Art natürliche Auslese gehalten, das Überleben der Stärkeren. Aber einige von uns vermuten heute, dass es viel komplizierter ist. Wir haben beispielsweise beobachtet, wie Wölfe ein krankes Tier umkreisten. Das Tier war völlig wehrlos, aber es stand aufrecht und es blickte seine Jäger an. Die Wölfe verzogen sich. Oder ein gesunder Bulle, der sofort wegrannte, als er Wölfe bemerkte. Er machte sich zu einem leichten Ziel, völlig grundlos. Manche Forscher glauben jetzt, dass eine Art Ursprache existiert. Ich bin der Tod, sagt der Wolf. Bist du bereit, mit mir zu kommen? Und das Opfer, durch seine Handlungen, sagt, ja, ich bin bereit. Oder, nein, du wirst mich noch nicht mitnehmen. Was ist, wenn das Opfer die Sprache des Todes nicht versteht? Das ist ein großes Problem, vor allem für den Wolf. Wenn Wölfe auf zahme Tiere stoßen, denen das Spiel unbekannt ist, sind sie verwirrt. Sie fangen ein Gemetzel an und wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Und deshalb haben die Bauern die Wölfe fast überall ausgerottet, auf der ganzen Welt. Nun, das gibt mir doch einiges zu denken. Ja, mir auch. Ich denke über diesen Typen gerade auch nach. Kann man da noch was... Ich weiß nicht, was ich noch fragen könnte.
Okay. Sieht stark aus wie Bürokram. Okay, dann verziehe ich mich wohl. In dem Regal sehe ich nichts außer deutschen Lehrbüchern. Das bin ich, Gabriel Knight. Das ist toll. Das bin ich, Gabriel Knight. Gut, ich glaube, hier gibt's nichts. Das ist eher... Danke für Ihre Zeit, Doktor. Ja, keine Ursache. Eher so, dass wir mit Überlegungen hinter diese Rätsel irgendwie lösen müssen. Ich glaube, so wahnsinnig viele Bildgegenstände gab es hier eigentlich nicht bei dem Spiel. Dann düsen wir zum Huberhof. Da mache ich dann Schluss für heute. Ich glaube, nach Lochham. Und dann nächstes Mal müsste es weitergehen. Weiß ich gar nicht mehr. Marienplatz, Prinzregentenplatz. Also dann würde ich vorschlagen, die Anwälte aufzusuchen. Hier, ich weiß gar nicht, ob das eine... Nee, Rot ist da, wo wir gerade sind, glaube ich. Ne? Okay. Also, zurück mit dem Auto zum Hof. Brumm, brumm, brumm machen. Kurz die Szene angucken. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht bleibt der eine oder andere auch dabei, ne, um dieses Rätsel von Gabriel Knight 2 nochmal irgendwie zu erleben oder vielleicht auch zum ersten Mal zu erleben. Ich finde es eigentlich wieder ganz spannend. Es geht langsam los und es wird sich hinterher auf jeden Fall steigern, das weiß ich noch. Also, bis bald. Dankeschön fürs Zugucken und tschüss. Bis zum nächsten Mal.